letzte Benzin-Luftgemisch in einem Brennraum gezündet? Ach, das können wir alle zusammen überhaupt nicht abschätzen. Jedenfalls viel, viel länger, als viele Menschen heute glauben. Und alle Prognosen, die man so heute hört, über 2030 keine Verbrenner mehr und das Erdöl geht zu Ende, das ist alles Schmarrn. Es ist überhaupt nicht abzusehen, wann der Verbrennungsmotor wirklich zu Ende geht oder durch etwas Besseres ersetzt werden kann. Und dieses Bessere ist ja nach wie vor weit und breit überhaupt nicht in Sicht. Und wie halt so Menschen sind, egal ob sie eine Waschmaschine kaufen oder ein Auto kaufen, sie kaufen nicht etwas, das schlechter ist als das, was sie haben. Ganz normal. Und wenn ich jetzt vergleiche, was heute so ein normaler Autofahrer hat, der kauft so alle 8 Jahre vielleicht einen neuen Golf oder Astra um vielleicht 20.000 Euro, fährt mindestens 8 Jahre. Das Auto fährt mindestens 20 Jahre, aber vielleicht verkauft das nach 8 Jahren, kriegt gutes Geld dafür, fährt Tag und Nacht, fährt Sommer und Winter, wenn es sein muss, mit dem Surfbrett oben drauf oder mit dem Anhänger hinten dran. Und das ist der Status quo. Und wie gesagt, ist weit und breit nichts, aber schon gar nichts in Sicht, was dem Kunden besser passen würde. Also wo er sagt, jetzt habe ich ein Auto, das fährt noch weiter als mein jetziges, das kann ich noch schneller tanken, es hat noch mehr Platz, dann wird es kaufen. Das heißt, wenn so ein Elektroauto oder was auch immer eine Chance haben würde, dann müsste es schneller zu betanken sein, es müsste weiterfahren, es müsste mehr Platz haben. Man müsste natürlich Tag und Nacht fahren können, auch bei Regen. Und jeder, der sich ein bisschen da auskennt, weiß, wo wir da heute wirklich stehen. Und diese Kompromisse, die man eingehen würde, wenn einer sich ein Elektroauto kauft, die nimmt er natürlich nicht. Und deswegen ist es ein kleiner Markt und schönes Spielzeug für die Reichen. Aber dass man jetzt sagt, das kommt in breiter Basis, kann ich mir ja überhaupt nicht vorstellen. Aus den ganz einfachen Gründen und in diesen vielen, vielen Diskussionen, die wir da hören mit Prognosen, wie schnell und wie toll und wie viel, spricht keiner über den Kunden. Mhm. Und ich verlasse mich in meinen Prognosen und warum ich so gegen das Elektroauto bin, das können wir später besprechen. Ich verlasse mich einfach auf den Kunden. Und der Kunde kauft nicht etwas, was schlechter ist, als das, was er hat, schon gar nicht beim Auto. Und dann kommt noch das Thema Image natürlich auch dazu. Das Elektroauto hat nach wie vor kein gutes Image aus diesen Gründen. Und mit jeder Meldung, wenn jetzt bei der Post 2 Autos abbrennen und die Post legt dann alle Autos still oder wenn wieder irgendein Tesla explodiert beim Laden und meistens kommen leider dabei auch Leute um, dieses ganze Image, vor allem was auch die Sicherheit betrifft, ist nicht gut für das Elektroauto oder für die ganze Geschichte. Ja. Deswegen bin ich optimistisch, um auf Ihre Frage zurückgekommen, dass das flüssige Kraftstoffe oder auch gasförmige Kraftstoffe noch lange in Einspritzanlagen in die Brennräume hineinkommen und dort ein gutes Werk tun, weil es insgesamt auch, wenn man es ökonomisch sieht, die beste Methode, um sich fortzubewegen. Viel Energie auf kleinen Raum, sicher verpackt. Und diese irrlangen Laufzeiten, die heute jedes bessere Dieselauto fährt, halt 1000 Kilometer mit 4,5 Liter. Und das werden die Leute nicht aufgeben. Und sie werden es erst aufgeben, wenn es jetzt etwas Besseres gibt. Und dabei sind wir weit entfernt, egal ob Wasserstoff oder Strom oder was auch immer. Es gibt ein neues Thema, was gerade in Untersuchung ist, was noch gar nicht im Fokus ist beim Elektroauto, das sind die Magnetstrahlungen. Mhm. Man sitzt auf einer riesen Platte und da sind dann naja, so 800 oder 1000 Volt drinnen, je nach Auslegung, abgesehen von der Sicherheit. Und das Ganze strahlt irgendwo. Und ich habe neulich so erste Ergebnisse gehört,
wenn man in so einem Feld sitzt, nimmt die Konzentrationsfähigkeit des Fahrers sehr viel schneller ab, als wenn er das nicht hat. Also wenn er in einem Okay. normalen Auto sitzt und nicht auf diesem Strom speichert. Ne? Das habe ich auch nicht gehört. Ja, Also, das kommt wie ja. Samen im Gebet. Es gibt so Quartiere, die gibt eine Journalistin in Wien, die hat eine Katze und die will zum Beispiel nicht in einen Prius einsteigen. Die Tiere spüren offensichtlich solche Strahlungen an Pest oder früher, das sind empfindlicher Vielleicht gefällt ihr auch die Farbe nicht. als dem Menschen und auf sowas. Vielleicht flüchten ja auch Rehe davor, dann hätten wir ja was Gutes. Ne? Also es fällt mir bei diesem ganzen Thema immer wieder nichts ein, wenn mich einer fragt, was ist denn nun wirklich besser am Elektroauto, dass das örtlich, wo es fährt, natürlich nichts ausschließt, das ist ja schön, aber wenn es dafür woanders, in den Kraftwerken oder wo auch immer der Strom herkommt, sehr viel mehr ausstößt als ein normales Auto, dann ist es natürlich überhaupt nicht schön. Und man muss auch dann den Befürwortern immer was sagen. Du musst global denken. Es nutzt nichts, wenn irgendwo was besser ist, aber woanders sehr viel schlechter. Genauso wie das so unsinnig ist, dass jetzt die Dieselautos, die verpönen, die schönen, die guten, die angeblich so stinken, die werden jetzt verkauft, Rumänien, Ungarn, irgendwohin und fahren dort hurtig 20 Jahre weiter. Und die freuen sich über so ein wunderschönes, billiges Dieselauto. Und was hat man damit erreicht? Null. Ob das CO2 in Wien, in Deutschland, in Ungarn oder in China entsteht, ist dem Klima völlig egal.